Der Artstyle gefällt mir wirklich sehr gut. Reichweite muss ich mich noch gewöhnen. Natürlich will ich die ganzen Loot mitnehmen. Aufnehmen? Dachte ich, könnte sie vielleicht schmeißen. Mal wieder ein guter Witz hier, warum nicht? Ihr seid auch jung, ihr seid ja noch jung, ihr Küken. Da will ich gleich schon wieder Geheimgänge checken. Besser runter oder geht das von der rechts? Gott, das sind große Maps. I like it. Jetzt kommt langsam ein bisschen mehr. Langsam die Idee, wie das Spiel funktioniert. War genug rumgetastet, jetzt wird hier ein bisschen Meter gemacht. Sagte er und läuft gleich einfach mal in den Gegner rein. Den gerade noch geschickt gehauen hat. Ich will aber nicht so viel reden beim Zocken. Oh, what the fuck. Ich habe schon lange keine Side-Scroller mehr gespielt. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Finde ich gar nicht so schlimm eigentlich, dass ich jetzt wieder einspiele. Ach Gott. Ob die Vögel sind mein Untergang. Ich reagiere total schlecht auf die, weil ich nicht auf deren Köpfe springen kann. Also Super Mario. Oder in anderen Spielen. Ich glaube sogar in Souls und Sanctuary gab es, wurde Gegner auf den Kopf zu springen. Ich fühle, dass ich hier gerade schon unterwegs bin, im Kreis zu laufen. Bury my mother, I'd bury my mother with me. I'd bury my sister two by two. Then when done, let's bury me too. Oh my god, was ein tolles Lied. One of my favorites. Something else, like. Start singing and I'll join in. I have a beautiful singing voice. Hey, Metal Steel, bist du das gerade? Metal Steel, du hast doch gesagt, ich habe eine schöne... Singstimme, oder? So, what are you down, down here for? If you came to get wealthy, just look around you. These mines are still bursting with plenty for everyone. Grab a pick and... Na dann, will ich mir doch mal so eine Pickaxe suchen. Fragen wir so drauf haben. Nope. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Pickaxe finde. Ich kann hier hoch.
Irgendwann dachte ich, der Aufzug wird mich an die quasi zerquetschen. Okay. Mal schön nach geheimen Gängen abklopfen. Komme ich schon mal nicht lang. Ich dachte tatsächlich, dass ich Mechanik auslösen kann, um nach unten zu kommen. Hier später hin mit einer Pickaxe. Ich merke mir diesen Ort. Ich komme wieder. Dann werde ich mir die Reichtümer dieser Mine. Wahrscheinlich werde ich vorher auf meine Nemesis treffen, auf diese fucking. Wow, das sieht irgendwie nicht gemütlich aus. Er will wahrscheinlich nicht mit mir sprechen, oder? Ah! Ich kann nicht über ihn drüber, schade. Aber ich kann über ihn drüber. Oh, come on, jetzt macht er den Move. Move muss ich mir. Oh, ja, ja, geschafft. Wahrscheinlich kein Boss, eher so ein Mini-Dings. Oh, kann ich das als Waffe haben? Das Senor, please. Oh, kawaii. Raupe befreit. Okay, Raupi ist schon mal frei. Eine Frage der Zeit, bis es zu Smetbo, zu einem Smetbo wird. So. Ah, ich will den immer auf den Köpfen oder auf den Rücken springen. Muss mir das echt abgewöhnen. Verzeiht das überhaupt nicht. Zu Recht. Vielleicht sollte ich mir diese ganzen Seele oder diese Suppe da oben links sparen. Naja, ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen kann soll. Well. Do I want to enter already? Ja, so ein Spiel, wo ich mich ewig also aus dem Metroid von damals. Da gehen wir mal rein. Sagen wir mal hallo. Hallo. Dreieck. Gegner. Hello there. How delightful to meet another traveler on the forgotten road. A short one, but you have a strong look about you. Warum spreche ich ihn gerade wie ein Ire? Oder meine Idee von einem Ire. Quirrell, Passion with them. Uncharted places. This ancient kingdom holds many fascinating. One of the most them is standing right before. Stimmt, in dem Inn, glaube ich. Das sind drei Schlüssel, die ich brauche. Great stone egg lying in the corpse of an inn. This egg, is it warm? Certainly gives off a. Can it be open? Strange marks all over it. I do so love a mystery. Knows what other marvels lie even below us.
Okay, ich dachte, Ausfall. Oh. Ich mag die ganzen Lichter so. Kommt der Artstyle überhaupt drüber hier auf dem? Auf dem Stream? Ein sehr ruhiges Spiel auf jeden Fall. Was mich aber überhaupt nicht stört. Ich mag das. Fand ich für den geneigten Warframe-Zuschauer den typischen hinderlich. Zuschauen zumindest. Warte mal. Habe ich jetzt einmal den Bogen geschlagen? Okay. Nochmal sicher gehen. Da bin ich also quasi in den Brunnen gehüpft. Wo geht's hier denn hin? Stone door with a simple lock, okay. Kommt noch jemand da oder spiele ich gerade mit mir selber? Wahrscheinlich. Vorher war ich nicht. Oh, warte. Respawned oder war das schon. Jetzt kann ich die zweite Runde drehen in dem Dungeon. Da habe ich auch ein bisschen mehr Routine. Weiß ich zumindest, wie die Gegner sich verhalten. Außer der Todesvogel, der mich wahrscheinlich gleich wieder schreddern wird. Spielt selber, alles klar. Spielst du denn gerade? Spielst du Warframe? Oh, das ist die Raupe, die ich befreit habe, glaube ich. Oh. Oh mein Gott. Was ist eine Made? Ne, wahrscheinlich Raupe, keine Made. Ich dachte, weil das hier gerade alles so nach Thema Tod aussieht. Eventuell eine Made sein könnte. Das ist einfach eine Raupe. Ein kleiner Käfer. Hey Apollon. Wie geht's dir? Neige dazu beim Runterfallen eine Plattform, allen Plattformen auszuweichen. Ah, warte, da war was, glaube ich. Aufladen. Sammeln kann. Jedem erfolgreichen Schlag lade ich also diese Energie an. Wie geht's dir, mein guter Apollon? Der fleißig. Warte, nee, du hast frei, weil Karneval, oder? Weil deine restliche Belegschaft da irgendwie am Karneval feiern ist. War das nicht irgendwie? Oh. Oh mein Gott! Bin ich hier Flipper oder was? Ja. Pinball Machine. Ich wollte die dämlichen Dinge da einsammeln. Oh, kann ich Walldashen? Ist das schon? Okay.